Heute am späten Abend, mitten in der verschneiten Senftenberger Nacht. Für euch alle. Das ist tatsächlich unglaublich. Also es ist über 0 Grad. Das heißt, es ist also ganz nass, aber überall, wo sich der Schnee halten kann, weil er so nass ist, hält er sich. Und das sieht natürlich einfach wunderschön aus. Bin ganz langsam jetzt mit dem Auto hier bis zur Wohnung von Wenz gefahren und es ist traumhaft. Ja. Also, das sind so Momente, da möchte man eigentlich so sitzen bleiben, so im Auto und einfach sich so einschneien lassen und irgendwie, wenn es nicht so kalt werden würde, einfach dann da drin bleiben und übernachten. Aber hier ist es auch schön. Seit gestern versuche ich jetzt mal so Erinnerungsgedichte. Also die Dichter und Dichterinnen sind meist schon verstorben. So. Und sie mahnen uns aber an unsere eigentliche Menschlichkeit, unsere eigene Menschlichkeit. Also was ist daraus geworden oder wie ist die überhaupt? So auch der selbst sehr umstrittene Johannes Erbecher als erster Kulturminister der jungen DDR in den 50er Jahren, dann 58 dann auch gestorben, also 2 Jahre nach Brecht, hat er, ich kann es ja gar nicht sagen, irgendwie tolle Momente. Also er war umstritten, vor allen Dingen dann als Kulturfunktionär. Aber ich glaube, er hat auch immer nur versucht, sein Bestes zu geben. Ich sage es mal so. Ich hoffe, dass er niemanden geschadet hat. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber dieses Gedicht, was jetzt kommt, ist grandios. Und beschreibt uns als Menschen, als Menschheit sehr, sehr gut. Größe und Elend von Johannes Erbecher. Wie groß er ist, der Mensch, und wie allmächtig erhebt er sich bis in die Stratosphäre und Werke, wahrheitstief und farbenprächtig, hat er vollbracht, dem Menschen Ruhm und Ehre. Wie elend ist der Mensch, wie schwach und schmächtig, wie viel an Irrtum und an falscher Lehre, wie nichtig ist er und wie niederträchtig und kein Verbrechen, das zu schwer ihm wäre. Wie hoffnungslos, wie überlebensgroß. Ein Wesen, das in sich vereint und trennt, das menschlich Gute und das menschlich Böse. Vollendet sich und sagt sich von sich los. Seht, welch ein Wesen, das in sich erkennt, dem Menschen Elend und des Menschen Größe. Genau so sieht's aus. Wir müssen, egal wo wir hingucken, es ist genau so. Eine gute Nacht wünsche ich euch. Bis morgen. Und guckt noch mal in den Schnee raus.